Oh yeah. Egal, macht nix. Jetzt habe ich das Level einmal gesehen, jetzt versuchen wir es. Genau. So, zuallererst einmal werde ich mir diesen... Zuallererst einmal werde ich mich an den Birdo verletzen. Und dann werde ich in den Tod jumpen. Weil das kann ich nämlich so gut. Das habe ich in der Schule gelernt. Das ist, war bestimmt so 3. Klasse oder so. Da habe ich gelernt, wie springt man in Abgründe und lässt sich von Gegnern treffen. Jetzt leicht gemacht. Und damit ihr natürlich das auch könnt, zeige ich euch das jetzt hier ganz speziell, um zu zeigen, wie man das richtig macht. Also, wie man sich richtig von Gegnern treffen lässt. Es gibt Leute, die lassen sich falsch von Gegnern treffen. Und ach, das tut mir jedes Mal so leid, dass ich solche Leute kenne. So, natürlich bekomme ich hier keinen Pilz. Wäre auch zu schön gewesen. Es gibt natürlich irgendwo einen Pilz, wahrscheinlich der irgendwo rechts hier, so irgendwie in der Richtung. Aber natürlich, komm mir was so. Das ist ja schlimmer als bei DuckTales. So, boah, hier nicht. War der Trank hier? Ja. So, bestimmt ist das Ding übrigens hier. Also, das würde ich jedenfalls vermuten. Natürlich nicht. So. Die Baumstammaktion hier. Wow. Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Ist das mit Mario überhaupt schaffbar? Ich glaube, ich soll sogar den Trank mitnehmen. Kann es sein, dass ich das so machen soll? Oh ja, das soll ich tatsächlich so machen. Hier vielleicht? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch das Glück haben, dort einen Pilz zu bekommen? Es ist mit Mario auf jeden Fall machbar. Aber, ich dachte eigentlich, nachdem ich den Anfang so gesehen habe, dass die Welt vielleicht nicht ganz so schwer wäre. Vielleicht so ein bisschen Freundlichkeit täte gar nicht so schlecht. Oh yeah, die Steuerung. Ich liebe diese Steuerung. So, das erste Level ist, darf ich jetzt mit Mario das übrigens weitermachen? Okay. Wir versuchen es. Diesmal lasse ich mich nicht von Birdo treffen und werde die Pflanze auch gleich beim ersten Schuss erledigen. So wie es die ganze Zeit schon geplant war. So. Okay. Wir nehmen den Trank mit. Ich denke immer noch, dass da irgendwo rechts ist, dieser Pilz ist. Und ich glaube, ich kann ihn dringend gebrauchen in dieser Welt. Okay. Sage dazu nichts mehr. Ja, 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 das klappt ja schon mal wunderbar. So, diese Sprünge, die sind echt so genial. Gebt mir den Trank. Ich glaube, ich sollte den Trank erstmal missbrauchen wegen Leben, also wegen Münzen, weil, so wie ich das sehe, werde ich nach dieser Welt extrem viele Münzen brauchen. Also extrem viele Leben brauchen. Nach diesem Level, nicht dieser Welt. Ich meinte natürlich dieses Level. So, gib mir mal bitte möglichst alle Münzen. Okay, das hat geklappt. Und das Ganze machen wir jetzt einfach nochmal. Denn in der Hoffnung, dass ich jetzt bei irgendeinem Versuch dieses Level schaffe, möchte ich dann auch möglichst wirklich alle, also 10 Versuche haben bei der Slot-Maschine. So. Und jetzt gehen wir nochmal raus und rein, weil ich möchte den Trank haben. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch 2 oder 3 Leben? Wahrscheinlich eher plädiere ich zu 2. Quatsch, 2 oder 1 Leben wollte ich fragen. Und ich werde es jetzt gleich sehen. Wahrscheinlich habe ich jetzt nur noch 1. Ja, ich habe nur noch 1. Das heißt, letzter Versuch. Osoma, das kann doch nicht so schwer sein.
Du rennst durch I Wanna Be the Guy durch. Aber du packst nicht ein Mario-Level. Schließt Pokémon Blue Kaizo ab. Machst I Wanna Be the Boshi einfach mal so nebenbei. Okay, gut, da gibt es auch Stellen, die mich ankotzen, aber nicht so sehr. So. Wie gehabt, das Ganze nochmal. Wir haben hier 5 Münzen. 6 Münzen sogar. Wow. Okay. Ja, also viele Leute, die jetzt gerade erst einschalten, ich werde jetzt hier nochmal rausrennen und reinrennen, damit ich noch mehr Münzen kriege, weil für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich dieses Level tatsächlich schaffe, brauche ich diese Münzen, damit ich Leben behalte. Oh mein Gott. Das ist übrigens die Musik in der Schattenwelt in diesem All-Stars-Version ist. Oh. Okay, wir gehen nochmal raus, weil ich habe die Steuerung-Taste nicht mehr gedrückt. Ja, die Steuerung-Taste ist meine Action-Taste und ohne die kann ich nicht rennen. Ja. Okay. Ich bin ja auch am Überlegen gewesen, ob ich das hier mal ohne Rennen versuche, damit ich nicht so nachrutsche. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Weil dann kann ich nämlich nicht, glaube ich, nicht weit genug springen. So, Trank mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich nach dem Tod nochmal den Trank benutzen könnte, um Münzen zu farmen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich werde es jetzt auch nicht ausprobieren, weil das zieht alles Videozeit und eigentlich möchte ich diese Welt noch schaffen. Moment, ist das jetzt eigentlich die Welt 5 oder ist das die Welt 6? Moment. Nee, also Welt 1 war. Vergiss es. Ich habe mit Welt 3 angefangen. Welt 3 war die. Ja, Welt 4 war die Eiswelt. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Welten. Es ist Welt 5. Ich könnte einfach auf den Titelscreen gucken. Idiot. Ja. Okay. Mario. Wir sind sowas von keine Freunde. Jedenfalls nicht in diesem Spiel. Gut, ich bin Game Over. Wisst ihr was, Leute? Ich werde das nochmal machen mit Mario. Ich gebe nicht auf. Ich werde das schaffen. Das ist für mich der Hard-Mode in diesem Spiel, das ich sowieso nicht so gut kann. Oh ja. Auf Wiedersehen. So, die erste Passage klappt ja schon ganz gut. Und das mit den Baumstämmen kriege ich auch schon hin. Ich mag bloß diese Rutscherei nicht. Und dies mit dem Münzen sammeln bekomme ich ja auch irgendwie hin. 1, 2, 3, 4, 5. Und die sechste hatte ich schon. So, nochmal raus und nochmal rein. Und das Ganze noch einmal. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Was macht er da nur? Er sammelt Münzen. Wozu? Mario, er braucht Münzen. Ohne Münzen kann er sich nicht Peach leisten. Ich meinte natürlich, wofür braucht Mario eigentlich Münzen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, er ist auf dem Weg, Peach zu retten. Beziehungsweise in diesem Spiel nicht. In diesem Spiel ist er, glaube ich, auf dem Weg, aus irgendeinem Grund Wart aufzuhalten. Ich glaube, das träumt er auch nur. Aber normalerweise ist er auf dem Weg, Peach zu retten. Aber ich meine, okay, Pilze und Feuerblumen sind seine Drogen für Verstärkung. Aber wozu braucht er Münzen? Wozu braucht Mario Münzen? Wenn da jemand eine Idee hat, wofür, könnte es jemand in die Kommentare reinschreiben, wozu Mario Münzen braucht. Ich denke nämlich nicht, dass er Peach danach noch für Dinge bezahlen muss. Oder? Ich meine, er ist ein Klempner.
Okay, hier ist vielleicht der Pilz. Meine Hoffnung. Nope. Wird nicht bestätigt. Meine Hoffnung wird nach wie vor enttäuscht. Sag mal, wie weit geht dieser Port eigentlich noch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Noch einer! Sind das eigentlich diese Sheep-Sheeps? Oder was sind das für Fische? Sag mal, ist das jetzt das Ende? Oh, ich glaube, da oben wäre ein Pilz gewesen. Ist hier irgendein Trank? Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch. Dann lasst mich in Ruhe. Leckt mich doch am Arsch. Der grüne Ostro. Ich glaube, das war der, der keine Eier mehr spuckt. Das heißt, ich muss das jetzt mit dem Pilzding machen. Und ich habe nur dieses eine. Na super. Das heißt, es ist die so ziemlich vorschwerste Version von Ostro. Ah. Okay. Ich trickse dich jetzt aus und mache einfach mal so. Nehme das Ding, springe hier hoch und tot. Ich habe das Level geschafft. Was ist denn jetzt los? Ich habe 12 Münzen. Ich brauche Leben. Gib mir was. Ja. Nein. Nein. Ich brauche ganz dringend Leben. Stern. Stern. Ich darf nämlich auf keinen Fall jetzt Game Over gehen. Da muss ich dieses ganze beschissene Level noch einmal machen. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Okay, Sniffes. Nix. Stern. Stern. Nichts. Okay, ich habe aber nur noch 6 Münzen. Ich kann zocken. Okay, das ist ein Leben, ein sicheres Leben. Okay. Und was habe ich jetzt? Noch ein sicheres Leben. Okay. Vielleicht kriege ich noch ein zweites? Nein. Oh, das wären sogar 2,7 gewesen. Wow! Dafür kriege ich drei extra Coins? Cool. Das ist geil. Das heißt, dass ich noch mehr Lebensmöglichkeiten habe. Die ich natürlich gleich verbrate. Komm, ich will. Ein Stern. Ja, es war klar, dass er jetzt nichts mehr kommt. Ja! Sherry! Ja! Sherry! Zwei Leben. Rübe. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen still. Weil ich mich so versuche, ein bisschen zu konzentrieren auf die Teile. Komm, gib mir Sherry, gib mir Sherry. Yes! Okay, wann kommt die Sherry? Jetzt kommt die Sherry. Verdammt. Okay. Und das, das und. Nichts. Okay, super. So, Luigi ist dran. Mein Hasscharakter. Okay. Bin gespannt. Aber danach habe ich ja Toad. Das heißt, für den Endboss habe ich Toad. Das ist nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Nein! Kleines Gemüse. Ha, erwischt. Ich voll verarscht. Großes Gemüse. Komme ich nicht hoch. Muss man es so machen. Oh, das war knapp. Nein, schon wieder ein Bob-Omb. Die kommen, soweit ich weiß, auch übrigens das erste Mal in diesem Spiel vor. Bob-Ombs. Igel. Wieso kommen eigentlich Igel? Habe ich jemals wieder einen Igel in Mario gesehen? Ich glaube nicht. Dabei finde ich diese Gegner ziemlich cool. Also, oder süß, oder wie auch immer. Aha, die funktionieren wie diese Mega Man Viecher auf dem Boden. Die bewegen sich schneller, wenn man in ihrer Lane steht. Interessant. Das heißt, er kommt jetzt schneller nach oben.
Und mit Leo Ichi kann ich diesen Sprung machen. Genau. Und ich glaube, das schaffe ich auch. Oh yeah. Schon wieder so ein Bob-Omb. Piss dich. Was haben wir hier noch? Ein Powerblock. Oh, den will ich mitnehmen. Für hier. Ha! Das hat geklappt. Das ist ein Herz, das ich nicht brauche. Schade eigentlich. Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Oh, das hat geklappt. Da ist ja noch so ein Vieh. Oh mein Gott. Das ist noch eins, aber das ist nicht auf meiner Lane. Okay. Und rüber. Yes, sir.